Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten CSGO Matchmaking. Ihr seht diesen Anfangsbildschirm jetzt, weil ich noch grundsätzlich einmal feststellen will, was es mit dem Prime und mit dem Trust auf sich hat. CSGO ist defaultmäßig so eingestellt. Use Trust Factor Matchmaking to find matches. Trust Factor Matchmaking. Das ist immer an. Ihr solltet aber immer so spielen, dass hier Exclusively Search for Prime Matches steht. Weil so sucht ihr im Trust Factor Matchmaking, es gibt kein anderes mehr, es gibt nur noch Trust Factor Matchmaking, nur Spieler, die auch Prime haben, so wie ihr. Natürlich ist Prime nicht grundsätzlich ein Garant dafür, dass man immer nur geile Mates hat und grundsätzlich schlechte Gegner oder sowas, also auf gar keinen Fall. Aber gerade das eigene Team ist in Prime-Spielen doch meist... Oh fuck! Angenehmer. At least two in front of drop. One speedway. B-spot is clear. I go chicken. Maybe one drop? Okay. Yes, fuck me. He's on long now. Purple, I need you. Oh shit, oh shit. Was macht denn Purple auf A, also bitte? Ach komm, die Runde war doch jetzt echt verschenkt. Das hätte man doch mal regeln können. Also wenn Purple mitgekommen wäre oder früher rotiert wäre, dann wäre das was geworden. Es ist ja schön und gut, wenn er hinten so ein bisschen abdeckt, aber man sollte dann auch nachkommen, ne? Nachkommen ist die Devise. Ich muss einfach wieder mehr Matchmakings machen. Ich habe die letzten paar Male immer, so wenig Zeit und da ist ein Matchmaking halt, ja, schwierig umzusetzen jedes Mal. Ach du Scheiße. Das ist nicht Short, das ist Speedway, du Kacknase. Oh fuck. Ah, da ist doch ein zweiter, ne? Edel, edel. One is on spot B. Wir gehen jetzt auf die Mitte und sterben höchstwahrscheinlich. Das ist unsere kleine Eco hier. Also drei sind dabei, die sprechen. Übrigens, um das mal zusammenzufassen, einer ist am Start, der ganz komisch spricht von diesen drei. Die anderen zwei sind normal und der vierte im Bunde sagt gar nichts. Immerhin haben wir den Plant geholt, das ist ja schon mal was. Müssen wir nur langsam etwas aktiver werden, damit hier auch der Sieg drin ist, meine Herren, ja? Also bitte. Okay, er spielt AWP, dann werde ich mir schon mal keine Orb kaufen. Also, machen wir hier schön eine gemütliche Runde. Kartoffelsalat. Ich muss verschieben, bevor der Nate kommt. Go, 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 go. Wir brauchen den First Kill auf Drop. Ach, scheiße, Jungs. Bitte. Och, ich muss durch. Der hat meine Nate gefressen, aber brutal. To Drop. Ach komm, was? Und ist auf HP Drop. Habt ihr das gesehen? Sie müssen nur ein bisschen wach werden jetzt hier, die Jungs. Ja? Jetzt versuche ich halt ein paar Deagle-Bretter zu drücken, aber ihr wisst ja, mit der Deagle bin ich nur in ganz wenigen Situationen wirklich gut. Und zwar dann, wenn ich Glück habe. Aber naja, hoffen wir mal auf das Beste. Auf meine Lucky Round. One is a long. Okay, jawohl, der ist down. Sehr gut. Ha! Man merkt hier, wie City-seitig die Map ist, oder? In solchen Momenten. Ich freue mich schon, wenn ich mit den Mangas hier schön auf City stehen kann. Dann geht's nämlich rund, das glaub ich aber. Wow, Blau ist schon voll weit durch. Ich nehme mal die Bombe mit. Molly Speedway. I'm gonna go for plant. Oh, nice. Alter, alle überlebt. Sehr schön. Also, B machen die nicht so ganz sauber, die CTs, weil sie nämlich wirklich beide immer erstmal in Drop gehen oder vielleicht sogar alle drei und dann diese Granaten schmeißen, womit sie auch schon Kills gemacht haben, aber dann viel zu spät auf Titanic sind. Titanic ist so ein Punkt, wenn die T's da sind, dann wird's eklig für die CTs. Also, ja. Ich hätte jetzt hier mal gemütlich einen wegnaden. Oh, er flasht mich. Okay, Mate, warum das denn? Maybe close one on Speedway, short. Yeah, one is in Drop. Ah, fuck. Habt ihr es gesehen? Die decken Drop mit AWP. Was ist los? Mal gucken, wie jetzt unser A-Rush wird. Also wir haben festgestellt, dass sie scheinbar A auf Retake spielen und immer 4 auf B stehen. Oder in der Nähe von B. Das heißt, wir müssten eigentlich ganz gute Chancen haben, hier mal reinzupimmeln. Außer sie stellen sich genau jetzt. Oh, fuck. Nein, 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 Mate, 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 Mate. Nein! Oh Gott, er blockt mich Jahrzehnte! Was? Er hat mich gerade in den Tod geblockt. Ich wollte die ganze Zeit den Molly schmeißen. Er hat mich 2 oder 3 Sekunden lang geblockt. Der wäre eigentlich gebrannt gewesen, der Kerl. Um Gottes Willen. Was für eine Scheiße. Ich glaube, wir haben die Runde jetzt echt wegen ihm verloren. Der Molly wäre geflogen. Er wäre nicht rausgekommen. Beziehungsweise hätte direkt Damage bekommen und wäre von mir gekillt worden. Ja? Da hätte ich noch mindestens 3 weitere gekillt und schon wäre die Runde im Sack gewesen. Ja? So, jetzt habe ich kein Geld. Guck, er smoked und ich will mich nicht vorhinstellen. Er soll ruhig in Ruhe smoken. Okay, scheiße, sie haben uns voll zurückgehalten. Maybe behind one? One is a mid. Nein, du verschissene Kröte. Das übliche Phänomen. Den ersten Headshot kriege ich eigentlich immer rein. Aber danach treffe ich dann nichts mehr. Also wir müssen mindestens noch 2, 3 Runden holen. Sonst wird das ja echt ein ganz schönes Gekrebel auf City. Da dürfen wir keine Runde verlieren dann. Was auf City ja an sich nicht schwer ist, ja. Wir müssen uns nur mal durchdrücken. Wir können uns nicht ja immer die Fresse polieren lassen, ja. Und dann langsam und nö. Sobald wir den ersten Kill auf A haben, also wenn der auf A lang zappel down ist, dann müssen wir durch und die Connector... zumachen, ja, circa... Ah, da oben steht der One is Connector. Circa so, wie ich es fast gemacht hätte, also schön Connector mollien. Oder von hier kann man den perfekt mollien. Da, die schmeißen auch ihre Molly. One City, I think. Es ist einfach so fucking insane, hier irgendwie rüberzukommen. Peslo, just go for plant, blue. Jetzt wartet bloß, jetzt zeigt euch nicht, oh mein Gott. Nein, nein, geh nicht hin. Warum will er jetzt unbedingt den AWP-Schuss fressen, der Dumbatz? Alles klar, immerhin ist die Runde geholt. Wir müssen einfach gucken, dass wir schnell durchkommen. Die können sich zu lange auf uns einstellen. Also, wir töten jemanden auf A-Long und dann brauchen wir noch 3 Minuten, bis wir dann auf A sind.
Klar, da kommen die AWPler durchgerückt. Shit, Molly, fuck! Short 2. Gottes Willen, ich habe dem einen noch schön 61 gegeben. Der wäre eigentlich gefallen. Watch behind, maybe. Orange. Ich stelle mich jetzt da drüben hin. Hier hin. Ich hoffe, da rechnet niemand mit mir. He's coming. Short. One short. Ich weiß nicht, wo der Kollege gestorben ist. Er stand hier. Er hätte doch merken oder mitbekommen müssen, dass die beide dann eben nicht von Long, sondern beide von Connector kommen. Und sich dann auf Long stellen. Oder? Das ist doch einfach viel sicherer, wieder unten zu stehen bei mir. Vor allem so wie ich stand, konnte ich ihn nicht perfekt abdecken. Hätte ich schon rechtzeitig oder früher geschossen und ihn möglicherweise gerettet, wäre ich dann aber auf jeden Fall gestorben durch den AWPler. Und ganz vertraue ich den Boys noch nicht. Also ich will nicht sagen, dass sie irgendwie schlecht sind, aber ihr wisst ja, wie es ist. Man macht lieber selbst die Runde, wie das Schicksal in die Hände der Mates zu legen. Ne? Bei mir weiß ich wenigstens, wie der Hase läuft. I'm gonna flash B. Nice. B is flashed now. Let's go. I go for plant on B. One is on spot B. Wo sind sie denn schon wieder? Wo turnen sie rum? Er steht gut hier auf Long, alles klar. Der andere kommt auch vor Long. Er hätte lieber Drop gehen sollen. Das wäre, glaube ich, sicherer gewesen. Aber Orange kommt jetzt von ganz hinten. Das ist ja schon mal was. Oh Gott, was hat denn der für eine Reaktion, bitte? Okay, easy Runde verschenkt. Das war behindert. Höchst behindert. Wir spielen einfach schlecht. Also, das Teamgefüge ist jetzt noch nicht so richtig zusammen. Ich glaube, da fehlt es aber auch noch an Calls. Also, ich sollte dann einfach sagen, we are on B, please rescue us oder irgendwie sowas. Dass sie halt einfach herkommt, ne? Und sich einfach am langen Arm verhungern lassen. Maybe let's rush B again. Ultra fast. Okay, all together. So, wenn wir das jetzt machen, diese Runde, dann müssten wir es eigentlich im Griff haben. Der Molly kam gut, mittel gut. Hier ist irgendwo einer, weiß nicht wo. Nice, go, go, go. On spot, peace down. He looks good, Orange, you can plant. I'm going long on cover you. Genauso hätte es jede Runde gehen können. Jede verschissene Runde. Aber ich oder wir haben auch nie einen volle Pulle B-Rush angesagt. Nie. Wir haben einfach von uns hingedötet und oft auf Let's Play Slow gespielt. Just let them come. Easy! I go B then. He's coming. They're coming B. Es sah echt gut aus und jetzt doch nicht. Komm, zwei sind es nur noch. Die gehen jetzt halt auf A. Klar, er muss jetzt verschieben, aber das schafft er. Er hat halt mein Ding nicht aufgehoben, ne? Mein Diffuse. Also er hat schon verloren eigentlich. Schade. Okay, wir haben einen, der jetzt durchgeforst hat, leider. Aber der holt jetzt wahrscheinlich auch einige Kills und das ist dann wieder gut. Es ist unser letzter gewesen. Oh, many steps on belong. Many steps. Ach du Scheiße, no fucking chance. Ich hoffe, dass sie nochmal B kommen. Do you hear them on B? Okay, I think you're gonna rotate to A. Smoke's on A. Scheiße. Yeah, one is on A spot. Diffuse is down under balcony. Da haben wir uns jetzt echt eine dicke Suppe eingebrockt, die wir hier auslöffeln müssen. Sie dürfen nicht durchkommen. One is on short, B. Two HP left, one on B. Scheiße! 98 in 2, jetzt verarsch mich doch nicht. Bitte. Ich hätte ja nicht einfach umfallen können. Komm, das machen die jetzt irgendwie. Geh durch, geh durch, geh durch. Oh shit. Es sind noch zwei. On spot and Titanic. Oh, guck mal, den habe ich auch angefragt. What the fuck? Ah ja, 48. Er hat kein Diffuse, hat er schon verloren. Das ist irgendwie hart, ne? 15-4 ist wirklich sehr brutal. Ich bin mit meiner Eigenleistung von den Punkten her, ich habe fast 50 Punkte, fast schon ein bisschen zufrieden. Aber 4-15 ist schon wirklich brutal. Ich werde jetzt hier durchgehen und mich hoch auf Titanic stellen. Die kommen hier halt jedes Mal durch, ne? Oh Gott! Two on long. Wie long two? One got hit. Ja, er ist auch noch down. Last one is belong with bomb. Bitte sterbt jetzt nicht beide. Nice, nice. Er holt sich die Autosniper, aber nicht die AWP. Dude. Habt ihr das gemerkt? Eben auf Long wollte ich die M4 dem Kollegen geben und mir die AK holen, dann kommen sie einfach. Shit. Naja, hat ja gut geklappt. Wir müssen die hier sofort mit allem abfangen, was wir haben. Die dürfen da nicht... Genau, wir brauchen einen, der auf Long steht. Das ist wirklich wichtig. Smokes on B, A. Ich help on A. One should stay on B. At least one. So, ja, last one is long. Orange muss ganz, ganz früh ansagen, wenn da einer ist. Ich werde mal hier stehen. Ha! Wusste ich, du Pisser! Die dürfen nicht in der Lage sein, B zu rushen. Weil ein B-Rush so eklig ist als CT. B ist schweineschwer zu retaken. Deswegen muss grundsätzlich mindestens einer voll durchgehen auf B-Long. Und sich da hinstellen mit einer M4 oder irgendwas. I think it's B-Long-Rush. Many steps. He
Need help. Bump down below. We got the bump. Ich glaube, da ist einer im Smoke. Oder hier. Keine Ahnung. Wenn wir teasen, ist es so oft, dass wenn wir hier stehen, dass die CTs uns alle wegklatschen. Einer ist ein Chicken, einer ist an der Statue und wir werden weggebumst. Wenn wir CTs sind und die Tees hier kommen, haben wir auf B keine Chance. Die überrennen uns einfach und man versteckt sich nur und so. Ja, der muss ja B kommen wegen der Bombe. Schade, dass es jetzt nur noch maximal ein Draw werden kann, denn von den eigenen Punkten stehe ich gar nicht so extrem schlecht da. Es hätte echt was werden können. Also gibt's kein Uprank oder so. Aber es hätte zumindest den zukünftigen Uprank unterstützt. I gotta wait on spot. Watch out for connector green. Connector's open now. Flash on A. Nice. Jetzt bin ich echt angeschissen, ne? Der können sich hier überall verstecken. Also die Scout wird hier stehen. Ja. Tip and defuse. Na fuck. Aber hey, fast 60 Punkte, 20 Kills. Ich würde sagen, bei so einem drastischen Lose ist es ja gar nicht mal so übel. Heute gibt's auch wieder für einen, der jetzt noch da ist, einen leckeren Skin, und zwar die Galila Air Crimson Tsunami. Wunderschön. Derjenige, der das jetzt hier sieht, schreibt einfach ganz unauffällig, was er zu Weihnachten bekommen hat. Oder was er sich gewünscht hat oder irgendwie so. Oder auch nur eine Anspielung darauf. Und dann wird einer dieser Leute gezogen und gewinnt diesen schönen Skin. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat. Positive Kritik, negative Kritik. Sackratten. Ciao, ciao.